Der Buggy kommt sicher verpackt daher in einem stabilen Karton. Beim Öffnen stellt man schnell fest, dass er kompakt da drin vorliegt, mit einer kurzen Aufbauanleitung und einer ausführlichen Anleitung. Alles ist nochmal extra in Folie eingeschlagen, wie man das kennt. Nachdem die Teile von der Folie befreit wurden, bleibt das Gestell sowie die vier Räder, die vorne und hinten schnell montiert sind, durch eine einfache Klicklösung. Anhand der Zahlen ist die Aufbauanleitung einfach zu verstehen von 1 bis 3. Und nachdem das Gestell aufgerichtet wurde, muss die Tasche unten nur noch eingehangen werden und ist anschließend auch zu benutzen. Das Zusammenfalten und auch wieder Aufrichten des Buggys geht super schnell, was ich euch hier einmal zeigen möchte. Im Buggy selber wird das Kind durch zwei Gurte gesichert, die höhenverstellbar sind. Wie man hier sieht, lässt sich das Anschnallen bzw. Zusammenstecken auch mit einer Hand recht gut realisieren. Es ist natürlich nicht ganz so einfach wie mit beiden Händen, aber zum Beispiel mit mehreren Kindern hat man ja auch mal nur eine Hand frei. Das Öffnen des Gurtes ist leicht und weil das natürlich auch mal durch das Kind passieren kann, gehen danach aber die Schultergurte nicht so einfach auseinander, was wiederum sehr gut ist. Das Schöne am Verdeck ist, dass es verstellt werden kann. Wie man hier sieht, durch einen einfachen Reißverschluss wird es hier zum Beispiel in die aufgefaltete Variante verändert. Dadurch ist das Kind einfach mehr geschützt, zum Beispiel wenn es schläft oder wenn die Sonne tief steht. Zusätzlich haben wir unten im Gestell die Tasche, die eingehangen ist. Die hat auch eine angenehme Größe, dadurch kann man da auch einiges drin verstauen. Nicht den Wocheneinkauf der vierköpfigen Familie, aber doch so einiges. Dann haben wir den Griff, der ist ergonomisch, nicht doll gepolstert, aber es lässt sich angenehm schieben. Und wir haben den Mechanismus zum Klappen der Sitzschale. Das ist wirklich sehr schön. Das Kind kann so angenehm im Liegen schlafen, ne, oder sich einfach mal zurücklehnen. Schön daran ist, dass die Sitzschale nicht einfach wieder nach vorne klappen kann. Man muss den Mechanismus betätigen, um das praktisch zu realisieren. Drücken des roten Pedals wird die Feststellbremse eingestellt und mit Drücken des weißen Pedals wird sie wieder gelöst. Sehr schön ist der Quinny wirklich, wenn man ein Auto mit kleinem Kofferraum hat. Hier in dem Fall ein Kia Soul. Wenn wir den Quinny zusammenklappen oder zusammenfalten, hat er sogar in der unteren Ablage komplett Platz. Trotz der kompakten Größe kann sogar ein Geschwisterboard angebracht werden. Wir sind sehr zufrieden mit dem Quinny, benutzen ihn praktisch täglich und möchten ihn dank seiner Kompaktheit und tollen Verarbeitung nicht mehr missen.